Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Ich begrüße euch hier ganz, ganz herzlich zu einem neuen Part und es geht los in B2. Was erwartet uns hier? Vielleicht werden wir es erfahren. Mario! Die Musik ist böse. Ist aber auf jeden Fall Keller. Und hier ist, hier können wir so einen Saugnapf gegen schießen. Bisschen Geld hier und da. Sehr schön. Hier ist ein Rohr für Luigi. Gleich mal rein da. Ah, kommt er da hoch? Egal, Hauptsache Geld. So muss das, Freunde, so muss das. Und zwei Goldmäuse, die wir erfolgreich gekidnappt haben. Sehr schön. Deren Gold ist unser. Wer bist du denn? Bist du hier der Saubermann oder was? Aufstehen! Hier wird nicht geschlafen! Hey! Spucken wir in die Hände und packen es an! Wie kommst du damit klar, Sportsfreund? Wir werden ja nur nass. Was für ein Knecht. Denkt wohl damit, hat er uns. Aber gut, für Luigi ist es ein Problem. Kriegen wir die Werkbank hier weg? Ja. Gib Geld. Aha. Den Schlüssel müssen wir bekommen. So einfach wird es nicht. Weil wenn wir das zurückdrehen, dann vielleicht. So weit, so gut. Da oben ist auch schon der erste Kristall in Form eines... Ja, was ist das? Ich denke mal eine Zange. Da kommen wir ja nicht rein. Wie gesagt, Luigi nochmal durch das Rohr schicken vielleicht?
Ja, es ist es auf aus auf jeden Fall. Trotzdem erstmal kein Plan. Dieses Rohr führt mich ja nur hier runter. Zu dem. Und dahinter ist auch nichts, ne? Ach du je, werden wir das hier bloß alles regeln? Ist hier was mit der Düsterlampe zu sehen? Ja, eine Leiter. Das auf jeden Fall schon mal. Sehr nice. So kommen wir hier hoch. Und hier ist wohl ein erster Kristall drin, oder? Ganz viel Gold liegt hier rum. Alles einsammeln. Bevor das verpufft. Noch irgendwas, was hier versteckt ist mit der Düsterlampe. Welchen Sinn und Zweck hat es, dass da Wasser durchläuft? Das würde ich gerne mal wissen. Können wir darüber? Nö, wir sind einfach nur ins Regal gefallen irgendwie. Da können wir nicht drüber gehen, ne? Also, wie gesagt, hängen wir gerade fest. Und irgendwie bin ich hier runtergebackt. Doch ich kann dieses Rad drehen und dann kommt da Wasser raus. Warte, wenn ich das wieder zudrehe, hat sich trotzdem nichts geändert, ne? Nur ist ja das, dass da jetzt Wasser läuft. Aber vielleicht können wir hier irgendwie durchs Rost oder so. Durch irgendein Gitter am Boden. Können wir das vielleicht? Vielleicht kann ich ja steuern, wie er, in welche Röhre er geht. Nö. Das ist willkürlich hier. Und Fluichi aufsaugen kann ich auch nicht. Oh, aber wartet mal. Hier. Das ist nur ein Tuch. Das ist die Lösung. Okay. Vielleicht so. Ja, safe. So haben wir den Schlüssel schon mal. Und den ersten Kristall. Sehr schön. Betrug? Bruder, Betrug? Was soll das denn? Ernsthaft? Luigi, du Dussel! Das ist doch schlimmer als Luigi!
Na also, ey. Als ob der da in der Luft schwebt. Ja? So. Na, was ist denn hier los? Kinder, so geht das nicht. Gib mal her, das ist kein Spielzeug hier, was du da hast. Bleib ruhig. Und ihr kleinen Rabauken seid, dürft gar nicht mehr wach sein. So. Das Ding ist kein Spielzeug, habe ich gesagt. Und du denn den Eimer vom Kopf. Ja, genau. Ich saug dich ein. Alles cool, alles clear hier. Aber ja, Geld nehme ich trotzdem mit. Kaputter Eimer, okay. Okay, Luigi ist hier oben, mit Luigi müssen wir nach unten. Und jetzt ist es wichtig, was wir tun. Jetzt gehen wir bis hier hin und drehen erstmal wieder das Rad zurück. Damit hört die Musik, also das Wasser auf hier zu fließen, und wir können bis hier hingehen. Okay. Schön das Geld hier noch einsammeln. Gleich haben wir es geschafft. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Das letzte war auch noch für den letzten Wasserstrahl. Okay, das erste Sicherheitsschloss oder beide? Beide sind weg, okay, perfekt. Geld her! Alles! Ich will alles! Ist noch was im Eimer? Nein, okay. Was bringt mir das, wenn das hier dreht? Bringt gar nichts, oder was? Doch. Bringt Geldregen. Nur mal nur ein paar Münzen hier, oder was? Okay, doch, ganz viel Geld. Ganz viel Geld. Regnet wieder, dass alles aufgesaugt werden möchte. Perfekt. Oh ja, jetzt wird's rätselhaft. Hier wieder mit Luigi arbeiten. Ja, die
Musik dieses Kellers, des Gewölbes, da heißt nichts Gutes. Aber es ist gleichzeitig auch irgendwie entspannend, finde ich es. Wieso gibt es hier nichts? Ich komme hier nicht rein irgendwie. Ist wohl ein Mietraum. Oder? Wollen wir mal gucken? Nö. Ich komme in selbigen Raum wieder rein. Aber ich habe hier einfach mal das Wasser für da drüben ausgestellt. Von hier kamen wir. Oh, ein Goldbahn, den wir verpasst haben. Jetzt drehen wir erstmal die schöne. So muss das sein. Was haben wir hier Tolles? Geld! Noch mehr Geld, noch mehr Geld. So nice. Wir lassen Fluigi hier. Damit er das Teil drehen kann, wo wir drauf gehen. So muss das laufen. Jetzt haben wir Zugang. Das hier wird irgendwann noch auf sein, ich weiß es. Schon wieder knapp 25.000. Oh, wir haben 25.000. Über 25.000 schon wieder hier. Sehr nice. Er hat uns gesehen. Jetzt habe ich den roten Knopf gedrückt. Was machst du jetzt? Was hat er jetzt wieder angestellt? Er hat alles geflutet. Mistkerl. Dieser doofe Hausmeister. Guck mal, guck mal! Die Bahn nur am Möbel! Er hat echt alles geflutet, ne? Good puppy! Aber der Hundi hat uns gerettet! Ja, nice! Jabu jabu, du steckst ja ganz schön tief im Schlamassel, Luigi. Umso besser, dass ich aus technischer Sicht gute Nachrichten verkünden kann. Der Schreckweg-Fluch ist wasserdicht. Wow. Oh ja, oh ja. Dieser Geist, dieser Hausmeister hat mit dem Schalter den Wasserstand manipuliert, deshalb ist jetzt dein Weg blockiert. Probier doch mal den Abwasserkanal entlang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Du musst den Wasserstand wieder absenken, um den Geist verfolgen zu können. Nun denn, wir haben keine Wahl und müssen losziehen.
Das wird ein Raum sein, wo wir noch öfter wieder wahrscheinlich safen, speichern, was auch immer. Beim ersten Spieldurchgang habe ich den Raum mehr genutzt. Hier, die ganzen Playboy-Hefte, ne? Auch er ist ein kleiner Schmutziger. Genau wie der Regisseur. Sehr nice. Jetzt dagegen pusten. Wow. Egal. Hauptsache das Teil steht. Jetzt läuft es. Oh, und wir kriegen den Kristall, oder? Ja. Sehr nice. Den zweiten. In Form einer Sange. Ich hatte recht. Und heißen Kaffee. Luigi, endlich Kaffee. Du kannst mit dem Controller jetzt die Perspektive steuern. Allerdings mache ich lieber nur damit hoch und runter. Hier schwimmt eh irgendein böser Geist rum. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Im nächsten Part geht es ja weiter. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Es bleibt spannend.